Ich habe ein Schaf bisher, aber ich werde Schafe haben für meinen Handelsbetrieb. Sie handeln mit Schafen? So, und hier ist, hier wird vielleicht bald eine Schneiderei entstehen. Das hier. So. Ja, wissen Sie noch, wer ich bin? Ja, der Herr Ole sind Sie natürlich. Ja, genau. Wird Sie doch nicht vergessen, so wie Sie mich. Wo kommen Sie denn her? Ich komme aus dem Wald. Wir kommen nicht weiter. Richtig. Ja, wir kommen nicht weiter als bis zum Riff und dann. Jedoch, Herr Bommel, werde ich Ihnen gleich sagen, dass eben weil ich unsere Gruppierung, beziehungsweise die Gruppierung, die Sie mit meinem Vater geschlossen haben, eben weiterführe, übernommen habe, sage ich mal, werde ich diese eben auch weiterführen. Guten Abend. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin gerade neu hierher gekommen. Also, aha. Ich bin angeschwemmt worden. Um Gottes Willen, wie ist denn das passiert? Also, ich wurde hier angeschwemmt. Und wurde verbannt von meinem Volk. Ach Gott, was ist denn Ihr Volk? Vielleicht kenne ich das. Endlich war ich ein Meerjungfraumann. Und mir wurden die Kräfte weggenommen. Und jetzt bin ich hier. Ach so, Sie sind aus einer geschlossenen. Nee. Ja, also Sie sind jetzt gerade erst neu angekommen. Ja, das ist natürlich ein Ding. Was haben Sie denn gelernt als Meerjungfraumann? Können Sie irgendwas? Ich war Thronfolger. Thronfolger, also Regent. Quasi. Also handwerklich sind Sie wahrscheinlich jetzt weniger geschickt, oder? Oder bitte ja. Nee, eher nicht so. Ah! Schade. Also, Sie sind dann Herr Star. Absolut korrekt. Also, ich bin Zypri. Was für ein Ding? C-Y-P-R-I. Der ist aber auch ein Zungenbrecher, oder? Aber in Ihrer Welt ist das wahrscheinlich normal. Ja, tatsächlich. Und normalerweise leben Sie unter Wasser, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, im normalen Bereich schon, ja. Und jetzt, aber an Land können Sie auch, also keine Kiemen, oder? Nee, nicht, wir sind ja weg. Wir sind ja weg. Warum genau wurden Sie jetzt verbannt? Weil mir mein Bruder einen fiesen Streich gespielt hat und ja, Poseidon war sehr böse und der hat mich jetzt verbannt. Und Poseidon ist Ihr Vater, oder? Ja. Genau. Also, ganzer Name ist Cypros Forellus. Ah, Forelle. Kann ich Forelle sagen? Herr Forelle? Ja. Herr Forelle, Herr Forellus, oder? Wenn Sie förmlich bleiben wollen. Ich kenne nicht viel außer meine Stadt, damals in jener Nacht. Aber was war in jener Nacht? In jener Nacht einiges passiert. Den habe ich schon gelernt, oh, Entschuldigung. Ja, danke. Da haben sie mir jetzt auch die Flosse gegeben. Ja, das war ein Flossenklatscher. Das war ein richtiger Flossenklatscher. Was für Leute laufen denn hier noch so rum? Noch jemand aus der geschlossenen wie ich? Also so jeder Zweite weiß nicht mehr, wie er vor einer Woche überhaupt gelebt hat. Oh. Und die anderen, die das noch wissen, also die eine, die ist aus dem Wald gekommen, die hat im Wald gelebt. Von Wölfen aufgezogen. Ja, so genau, weil habe ich jetzt nicht nachgefragt. War mir dann auch egal. Und jetzt der Nächste, der jetzt hier kommt, sagt, er ist ein Prinz von Poseidon. Also, was würden Sie an meiner Stelle denken? Ja, okay. Was ist jetzt merkwürdiger, der Wald oder Poseidon? Doch eher Poseidon. Also sie haben damit schon einen neuen Highscore erreicht, also neue Latte sehr hochgelegt. Oh. Nee, also ich habe das Gefühl, ich bin der einzige Normale hier, aber ich werde auch nicht lange bleiben. Also ich werde hier, sobald ich irgendwie ein Schiff zur Verfügung habe, das weiter als die nächste Insel fahren kann, werde ich auch wieder nach Hause gehen. In der Hoffnung, dass da wieder alles in Ordnung ist. Tatsächlich, da hinten ist eine andere Insel. Ja, hier sind wohl mehrere Inseln, habe ich mir sagen lassen. Ich habe mich auch schon rumführen lassen, aber von der Orientierung her ist das bei mir nicht so am Start. Von daher habe ich nicht viel mehr in Erinnerung und weiß auch nicht mehr, wo irgendwas ist. Aber es gibt mehrere Inseln, aber man kann halt nicht weit wegfahren mit dem Schiff.
Ist immer eine merkwürdige Sache. Okay. Aber naja, vielleicht können Sie mir da ja behilflich sein und dann als U-Boot dienen. Setze ich mich auf Ihre Schulter und dann zischen wir ab. Können wir versuchen. Das können wir uns mal für nächstes Mal aufheben. Wenn Sie Ihre Schwanzflosse wieder haben, wenn Poseidon sie zurücknimmt. Aber heißt das jetzt, Poseidon, der herrscht ja noch übers Meer. Und wenn der weg ist, herrscht Ihr Bruder. Ja, quasi, wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut? Nee, weil der nur Böses im Schilde führt. Der führt also nur Böses im Schilde. Ja, also wegen ihm bin ich hier. Wegen ihm stehe ich vor dir. Ja, also damals in meiner Stadt war das noch ganz anders. Bis zu jener Nacht. Was war in jener Nacht? Das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Oh, okay. Theoretisch, also wenn Sie eine Bleibe herstellen können mit jemandem zusammen, dann könnten wir da auch gemeinsam einziehen. Oh, das wär ein nettes Angebot. Nur, dass meine Butze aktuell viel zu klein für eine Person ist, heißt ja nicht, dass wir nicht in einer größeren Butze auch zusammen wohnen können, weil ich finde sie ja jetzt doch schon sehr sympathisch. Herr Dankeschön. Ich sie auch. Auch wenn Sie ordentlich ein an der Flosse haben, wenn ich das so sagen darf. Ja, und Sie scheinen mir ein sehr, sehr netter, solider Mann zu sein, der Kleidung herstellen kann. Bei mir gibt's Wolle, Leder und Seide. Oh, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Entschuldigung, dass ich Sie überfalle. Ich habe gehört, wir haben mal miteinander gesprochen. Ja. Ah, da ist die Schneiderei, okay. Gibt's eigentlich schon was wie einen Anführer hier oder so? Nein, leider nicht. Ich habe gehört, wie darüber gesprochen wurde. Also Bürgermeisterwahlen stehen an. Oh. Das ist ja nicht schlecht. Wo kann man sich nominieren lassen? Soll ich Ihnen das zeigen? Ja. Ja, eigentlich schon, tatsächlich, ja. Das wäre mal interessant. Guten Tag. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hier, das ist das hier bisher. Ja, sollen wir mal abstellen? Ich trieb ja, sehr lange aufs Meer herum, bis ich auf diese Insel kam. Übrigens für die Bürgermeisterwahl okay. Statt. Sagen Sie mal kurz, Jack muss weg. Ja, ich hab gehört, dass sowas stattfindet, deswegen sind Sie jetzt hier. Sagen Sie kurz, Jack muss weg, bitte. Sagen Sie es nochmal, bitte. Jack muss weg? Guck, er ist auch Unterstützer. Von was? Echt? Ja. Sollten eine Petition starten? Hab ich gesagt, ich hab's gesagt. Alle wollen diese Petition unterstützen. Wer ist also, Jack? Richtig. Deswegen brauchen wir eine leitende Person, die Ordnung schafft. Und eine Person alleine wird das schaffen? Eine Person alleine wird das teilweise schaffen. Ich werde noch sogenannte Leute hinzuholen, die einen Bereich übernehmen, wie beispielsweise die Miliz oder das Bürgeramt. Also Sie würden eigenständig als Oberhaupt eine Miliz ins Leben rufen, die Ihre genau, um die Politik der Stadt zu gewähren. Nun also. Bei uns war das so, die was gemacht haben, die haben es gemacht. Und die nichts gemacht haben, die haben nichts gemacht. Wer das größere Schwert hatte, der hatte die Macht. Auch, aber es könnte funktionieren, solange Jack nicht mitwählen darf, weil, Gott. Wer ist Jack? Der manipuliert doch eh alles. Wer ist jetzt Jack? Sagen, unterstützen Sie einfach, Jack muss weg, das ist. Und ich möchte schon Hintergrundwissen haben, bevor ich sowas unterstütze. Genau, das klingt jetzt nicht sehr vertrauenswürdig. Doch, würde ich schon sagen. Also, er ist halt anders. Bei uns hat man die halt eingesperrt, angekettet, und halt Steine tragen lassen und Eimer Wasser und so, weil mehr können die halt auch nicht. Er versucht sich zu integrieren, aber es klappt einfach nicht. Und deshalb muss man diese Art von Sein auch einfach abschaffen. Und das ist nur zu seinem Besten. Also bis vor ein paar Tagen war ich noch blau. Ja gut, das ist ja was anderes. Dann war es einfach krank oder so. Ich war ein Fisch. Wow. Zu welcher Art von Partei oder Organisation gehören Sie denn? Sie sagten jetzt vorhin schon was über Miliz. Von welcher Partei? Ja, das frage ich ja Sie. Wir haben keine Partei. Wer ist denn wir? Alle, die auf dieser Insel leben. Wir sind eigentlich alle gestrandet. Ja. Das habe ich auch schon verstanden. Also für wen gedenken Sie denn zu vertreten? Für die Gemeinde, für alle. Also alle. Genau. Spitze Positionierung.
Aber ich denke, dass ich das Zeug dazu auch habe. Okay, was wollen Sie denn verändern, außer dass Jack weg muss? Ich bin jetzt der Meinung, dass ich das jetzt zu 100% unterstützen werde. Ich unterstütze nur meinen guten Freund hier. Also, nicht die Petition an sich. Aber auf jeden Fall... Also Sie fangen mit der Vetternwirtschaft schon an, bevor Sie im Amt sind. Ich versuche mein Bestes. Ja. Wichtig ist, dass... Ich habe das Gefühl, Sie sind ein sehr kritischer Mann daher. Keineswegs. Wenn Sie mich bitte ausreden lassen. Ist wirklich so. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, was Sie reden. Sie sind eine Katze? Entschuldigung. Ich bin eine Katze. Fische? Also... Ich weiß nicht, ob eine Katze Menschen vertreten sollte. Hallo, ich bin wieder da. Großartig. Ich bin mit Menschen aufgewachsen. Wir sind mit Menschen aufgewachsen. Wo denn? Die Katze ist der beste Freund des Menschen. Ich dachte, das wäre der Hund. Das ist ein Irrtum. Das sagen alle, aber insgeheim ist es die Katze. Immer diese Vorurteile. Immer diese Vorurteile. Genau, ich werde viel verändern müssen, vor allem auch, was gesetzlich veranlagt ist, ein sogenanntes Gesetzbuch. Was ist denn bisher gesetzlich veranlagt? Gar nichts, das ist ja das Problem. Dachte ich mir. Und ich setze mich dafür ein, dass nicht jeder machen kann, was er will. Sondern, dass jeder macht, was sie wollen. Nein, dass es eine Ordnung gibt. Also besser als das, was Jack will. Was will Jack? Ja, alles, was nicht gut ist. Achso. Ich bin ja nicht alleiniger Herrscher. Es gibt ein Mitspracherecht auch mit den ganzen Bürgern. Wenn ein Mischling über uns alle regiert. Also bitte. Aber da ist ja dann mehr von jedem drin. Also. Ja, Mischling war falsch gewählt. Und dann? Jack, keine Ahnung. Also zum Wahlprogramm. Lesen Sie es durch und wenn Sie fertig sind, legen Sie es bitte wieder zurück. Alles klar. Und wenn ich Fragen habe, komme ich auf Sie zu. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach zu. Sich wohnen. Oh, Vorsicht. Pass noch auf. Aua. Da brennt. Da ist ein Brandfleck. Den sehe ich. Hallo. Genau. Hallo. Wer sind das jetzt? Ach, bin hier das ist der Fall von der Brotschmiss. Mein treuester Unterstützer. Schreien Sie es laut. Ich auch. Jack, was? Los. Nee, sagen Sie es. Warten Sie. Jetzt sagen Sie es doch eben. Ist irgendwas, das soll nicht so sein. Was? Jack muss weg, meinen Sie? Ja, genau. Danke. Oh. Dann halten Sie davon? Sagen Sie mal, Herr Jusne. Wer führt eigentlich die Wahl durch? Herr Jusne. Oder wer hat das überhaupt angeleiert, dass sich Leute jetzt nicht mal stellen? Ich hab's das vorgeschlagen und dementsprechend, außer jemand anderes möchte das unbedingt machen, hatte ich vor, das zu machen. Ich mag beide Parteien ja, gleich die machen viel. Das, genau. Obwohl ich natürlich die Katze, die macht mich an und er ist mehr Unterstützer von Jack muss weg, dementsprechend. Aber ich bin halt hier auch für die Gemeinheit, ne? Also hier, ich will hier auch. Achso, Sie sind der Herr Braid. Wright bin ich. Wright, Entschuldigung. Nein. Genau. Das ging aus dem Schreiben nicht hervor. Ich habe Ihr Programm gelesen. Der Herr Rogers schreibt in seinem Programm, dass Jack er Gesetze durch eine Miliz mit militärischer Gewalt erwirken möchte. Wie würden Sie Gesetze durchsetzen? Mit der Stadtwache, wo ich auch hingeschrieben hatte. Sprich, das wird dann durch die Stadtwache. Wie wird die Stadtwache besetzt? Mit Leuten, die sich bewerben. Die Sie dann auswählen? Ja, oder halt mit der Gemeinschaft. Ja, oder halt mit der Gemeinschaft? Ja, also es geht halt darum, wie wenn soll das nach zum der Beispiel. Machtübergabe funktionieren? Ja, hören Sie mal, es gibt ja die Bruderschaft. Ja. Die jetzt nicht so. Die mag hier keiner. Die kann sich zum Beispiel. Denken Sie sich mal, ich bin korrupter Bürgermeister, wo ich natürlich nicht bin, und arbeite für die Bruderschaft. Um als Bürgermeister dann jemanden zu nehmen und alleine zu entscheiden. Das heißt, entweder einen Rat machen mit Leuten, die sich auch dann zur Wahl setzen und man auch demokratisch stimmen kann, oder eben die ganze Gemeinde. Und die Leute in dem Rat, die würden auch von der Allgemeinheit gewählt werden. Ja. Warum brauchen wir dann Sie? Wenn doch dann sowieso der Rat entscheiden soll. Nee, der Rat entscheidet nicht über. Der entscheidet über die Stadtwachen, nicht über alles. Und Sie entscheiden dann über alles? Was heißt über alles, ne? Halt über den Großteil. Ein Strohessen. Ja, ich dürfte, ihr habt ja deine Berge. Herr Stern. Pferde konnten damals ausbrechen. Wann haben Sie denn einen Termin für mich? Ich möchte eigentlich mal was anderes anziehen. Ich muss ja gerade für meine Petition muss natürlich professionell wirken. Einfach nur, dass meine Haut raussticht. Denn das ist ja offensichtlich mein Hauptmerkmal. Ich möchte aber nicht meinen Bart abrasieren. Der hält immer schon warm. Ja gut, der Bart hat jetzt nicht viel mit der Kleidung zu tun. Nee, aber der verdeckt meine Hautfarbe. Also grundsätzlich müsste der einmal vorbeikommen, dass ich Maß nehmen kann. Mhm. Und dann
je nachdem wie schnell ich bin, 4 bis 8 Wochen auf Blut warten. Ja, das kriegen wir hin. Aber auf jeden Fall müssen Sie Maße, also ich kann meine Hose jetzt auch schon runterziehen, so ist nicht. Nee, ich habe jetzt gar kein Maßband dabei, unglücklicherweise. Dich aus keine Maus macht dich. Ja, von den, es gibt die Bruderschaft, die hat sich einfach irgendein Gebäude genommen, was hier vorher schon stand, was einfach wahrscheinlich noch bewohnt war, aber hat sie einfach genommen, gesagt, das ist jetzt unsere Bar und haben da einfach jetzt Bier gebraut. Ah ja, genau, ich wollte gerade fragen, wo ich jetzt schlafe, aber ich schlafe ja bei Ronny Ruland in seinem Bett. Also er hat ein zweites Bett für mich daneben aufgestellt. Natürlich. Großartig. Wir wohnen temporär nebeneinander oder ineinander, je nachdem, wie man es möchte. Jack und Wright muss weg. Los geht's, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Also, bis morgen. Ja, tschüss. Und Sie beide sind, obwohl Sie Konkurrenten sind, gerne zusammen? Wir haben öfters miteinander zu tun, ja. Also, warum nicht, ne? Also, man muss ja überhaupt Feinde sein. Wir sind ja keine Erzfeinde. Absolut. Warum ist denn dann eine Kooperation nicht denkbar? Warum muss es denn nur einen Bürgermeister geben? Vorsicht, da ist Feuer. Au. Da hab ich ja meinen Schuh verbrannt. So, was ist jetzt hier? Kooperation, ihr beide. Wie sieht's aus? Warum nur eine Spitze? Warum keine Doppelspitze, wie die SPD, andere Parteien das auch machen? Also wegen mir so, also... Und auch andere, ob wir halt die gleichen Interessen haben, sag ich mal. Ja, ihr habt doch wohl das Programm des anderen gelesen. Mhm. Soweit seid ihr nicht voneinander entfernt. Ja, soweit nicht. Wir werden irgendwie in einem Tisch sitzen und Klartext reden. Das finde ich. Das geht halt. Warten wir mal. Ich werde mal beides nochmal vergleichen. Also grundsätzlich hat Mr. Wright noch die Bürgergleichberechtigung, die ich jetzt bei Ihnen, Herr Rogers, vermisst habe. Aber da Sie eh beide gegen Jack hetzen, ist das wahrscheinlich eh ein Punkt, der wegfallen könnte. Sie haben halt noch. Warte mal, ich hab's über. Miliz-Stadtwache ist. Ja, das könnte man, ist vergleichbar, ja. Was sie noch haben, ist Bespaßung der Gemeinde, also, hier haben die geschrieben, ist der Moment. Unterhaltung für die Gemeinde, das habe ich nicht, dafür habe ich halt noch Unterstützung für arme, kranke, alte Leute. Aber das geht doch Hand in Hand. Das ist doch halt ein soziales Projekt, was wir starten möchten. Ja, das ist, da haben sie recht, ja. Ja, ich wollte auch nur den Anreiz geben. Sprechen Sie da mal miteinander drüber. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Aber der Herr Forelle und ich, wir müssen jetzt auch weiter. Ich wünsche noch einen schönen Abend und erfolgreiche Wahl. Und denken Sie drüber nach. Ich kontaktiere Sie wieder. Wir sprechen da nochmal drüber. Okay, auf Wiedersehen. Ciao. Wo müssen wir denn hin? Wo wohne ich denn? Also, ja, warte. Ja, ich führe Sie. Herr Forelle, führen Sie mich nach Hause. Also kommen Sie ruhig rein, führen Sie sich zu Hause. Dankeschön. Wir haben jetzt leider nur ein Bett. Also entweder schlafen sie auf dem Stroh oder unten. Aber nicht im Bett. Ja. Also das Stroh können sie auch hier ein bisschen zurecht machen. Wenn wir es hier ein bisschen wegmachen, dann können sie da an der Wand da so ein bisschen liegen, wissen sie? Ja, hier ist ein Loch. Ja, wie gesagt, der Herr Horizon hat das hier gedeckt und der ist Händler und kein Dachdecker. Ja, was wollen sie da sagen? Also was sagen sie zu den Leuten? Achso, zu welchen Leuten? Zu dem Rogers und dem Wright? Der mit der Jack-muss-raus-Kampagne, der macht mir ein bisschen Angst. Der Houston, der kommt mir auch ein bisschen suspekt vor. Und ich würde diesen Jack super gern kennenlernen. Wissen wir denn, wie die Bruderschaft zu Jack steht? Nee, noch nicht. Aber vielleicht gehört die Bruderschaft zu Jack. Das glaube ich eigentlich nicht. Herr Forelle, wenn das hier gut ausgeht, kriegen wir sie vielleicht auf ihren Thron und ich kann endlich... Nach Hause, ich muss irgendwo aus dem Fenster schauen. Nach Hause. Ja. Kehren. Nach Hause zurückkehren, ja. Genau. Vielleicht. Ja, davor ja. Ich mach das Licht aus. Jo, gute Nacht. Ja, es ist dunkel, fantastisch. Bis morgen. Schlafen Sie gut. Sie auch.